uns im Garten fängt es wieder an zu blühen und die Vögel zu zwitschern. Dann werden wir doch wieder mal zeigen, was wir bei unserem Lädeli haben. Hier ist Gino angeschrieben, dass die Leni Sachen gesammelt hat, die wir jetzt im Lädeli verkaufen. Dann gehen wir rein. Auf der rechten Seite sehen wir zuerst unser Gartenzeug, das wir jetzt eben schon zurückgemacht haben. Hier hat es Töpfe, die man bepflanzen kann. Noch mehr Töpfe, Hefeli. Obendran sind dann ganz oberste Kerzenständer. Dazwischen sind noch Bücher, die man lesen kann, wie man im Garten könnte. Dann haben wir hier ganz viele Wäseli. Vielleicht wird man ja die Blümchen auch reinnehmen und einstellen. Da hat man auch so gesorgt dafür. Hier seht ihr noch unseren afrikanischen Ecken. Dann unten das Dekomaterial, ganz oberste Büchse, so ein bisschen allerlei Sachen. Dann sehen wir hier unten immer noch das Bastelmaterial, das man bei uns kaufen kann. Und oben die schönen Tongeschirrli. Und dann im Ecken sieht man Körbli, noch mehr Körbli. Wieder so Bastelsachen, die man auch für draussen brauchen kann. Ganz viele Sachen aus Glas haben wir auch, mit offen oder zu. Und dann Tassli, Trockenblümchen, so Haushaltssachen. Es zählt natürlich immer noch. Man kann bei uns auch die Schublädchen auftun, auch dort hat es noch Sachen drin. Und auch die Möbel sind zum Verkaufen. Das heisst, die könnte man auch, bis man halt ausräumen und nachher mitnehmen. Und natürlich auch immer noch zählt, man kann so viel zahlen, wie man will. So viel, wie ihm die Sachen wert sind. Das Geld könnte man dann hier ins Kessel tun.